Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur Blauen Kogge. 114 Gäste haben wir gezählt. Wow. Haben wir, soviel ich weiß, noch nie hier gehabt zu dieser alljährlichen Winterveranstaltung. Blaue Kogge, was verbirgt sich dahinter? Das Konzert, was wir jetzt gleich erleben dürfen, ist ein Endpunkt eines Workshops. Und darum geht es uns eigentlich, einen Workshop zu veranstalten für die hier lebenden, musikbegeisterten, musizierenden Insulaner. Das machen wir seit ein paar Jahren. Wir haben ja hier, es ist ja eine wunderschöne Insel, aber auch verbunden mit ein paar Nachteilen. Normalerweise, wenn einer am Festland wohnt, spielt ein anderes Instrument oder singt in einem Chor, dann bekommt er dort vor Ort oder bei der nächsten Musikhochschule halt die Fortbildungsmöglichkeiten geboten. Das geht hier nicht so ohne weiteres. Und darum haben wir als Kulturstiftung Spiekeroog gesagt, da springen wir ein. Wir versuchen, diese Lücke zu füllen, indem wir einen Fachmann nach zur Insel holen und der mit den hier lebenden Musizierenden dann eine Woche lang einübt und einprobt, also einen Workshop veranstaltet. Und dann soll es dazu auch ein Abschlusskonzert geben und das findet eben jetzt hier heute Abend statt. Jedes Jahr bisher, abgesehen vom letzten Jahr, am letzten Februarwochenende. Im letzten Jahr, Sie wissen, Corona-bedingt fiel alles aus und wir haben gesagt, das nehmen wir so ohne weiteres nicht hin. Wir wollen wenigstens einen kleinen Ersatz bieten und wir haben dann eine Videoproduktion gestartet und die Musizierenden einzeln gefilmt und mit Ton aufgenommen, das zu einem Stück zusammengesetzt, welches Sie auf unserer Homepage www.kulturstiftung-spiekeroog.de finden. Und wenn Sie dann vielleicht den nächsten Tag wieder nach Hause fahren, wohin auch immer, können Sie, und Ihnen hat es heute hier gefallen, können Sie jederzeit also draufklicken und hören dann die Anfangsmelodie, die Sie auch gleich hier heute Abend erleben werden. Ja, wer kommt denn nun hoch und übt mit den Einheimischen das ein? Das ist Peter Dahm von der Kulturwerkstatt Westend in Bremen. Peter Dahm ist seit vielen, vielen Jahren mit uns verbunden und führt also auch mehrmals im Jahr halt Kurse hier durch. Auch Konzerte kann man hier live mit ihm erleben. Heute ganz besonders die Zusammenstellung mit den Musizierenden, die gleich auf der Bühne Platz nehmen werden, plus einem Chor von Damen, die sich zusammengefunden haben, weil sie gerne halt singen. Und dazu muss man auch sagen, was den Chor betrifft und die Musizierenden gleich auf der Bühne, es sind alles Laien, es sind keine Profimusiker, die wir eingeflogen haben, sondern alles halt von der Insel. Darum nennen wir das Ganze auch, wir spielen Insulaner für die Insel und für die Insulaner und ihre Gäste. Ja, dann herzlich willkommen, Peter Dahm. Wo ist er? Sie müssen Applaus machen. Moin! Moin! Ich finde es das super, das haben wir in Bremen jetzt auch, das hat sich jetzt schon so eingebürgert, dass auch bei den Konzerten ich die Leute da auch schon so begrüße. Wir hatten eine fantastische Woche. Wir haben, ich möchte das vorweg sagen, weil wir es auch einstellen können, 60 Minuten Musik, wir haben das heute Morgen mal so durchgemessen. Und dann sammle ich auch noch. Also kann ein schöner, gemütlicher, etwas längerer Abend werden, weil es kann ja auch sein, dass eine Improvisation dann doch eine halbe Stunde länger dauert. Viel Spaß, es geht los mit der Blauen Kogge.
Dankeschön. Wir haben letztes Wochenende angefangen zu arbeiten und dann haben wir in der Woche immer noch so mit kleinen Gruppen oder mit Einzelnen was gemacht. Und so wird es auch jetzt im Konzert so sein, dass es diese Tutti-Stücke gibt, wo alle dabei sind, aber es gibt auch kleinere Formationen. Und das nächste Stück ist in so einer kleineren Formation und das ist ein Klezmer-Stück und das heißt Jossils Terkischer. Was ich
euch auch vermitteln will. Es ist so toll, dass wir das haben. Und wir müssen es genießen. Und es ist aber einer nicht da. Und den vermisse ich ein bisschen. Weil als diese ganze Geschichte losging, da hatten wir keine Konzerte, war alles abgesagt. Es gab aber so ganz kleine Lücken. Und in einer ganz kleinen Lücke ist Werner Franke und auch Florian Fock, die sind nach Bremen gekommen und dann durften wir ein Konzert. Das war so ein, wirklich so ein kleines Zwischenhighlight, was wir da hatten. Und jetzt hatte ich dann wirklich, ach schade, jetzt ist Werner nicht da. Und dann habe ich Cindy gefragt, sag mal, würdest du von Werner ein Stück singen? Und das machen wir. Und dann ist Werner nämlich jetzt auch hier. The Rain Will Come. Asche wegschütten.
sehr schön. Ja, und The Rain Will Come, das war dann vor 2 Jahren bei dem Workshop, haben wir das geübt und geübt und so war es dann auch, der Regen kam und es war wirklich richtig regnerisch und ich war dann irgendwann hier nachts hier in der Kogge und war am Flügel und wir hatten so das Thema Filmmusik. Da habe ich mich mit so verschiedenen Sachen da beschäftigt und dann habe ich mal wieder was für die Insel geschrieben und das heißt Rainy Island. Thank you.
gerne mitmachen. Und wir haben da jetzt eigentlich so aktuell, wir könnten, ach, das Stück können wir anderes. Und ganz spontan haben wir dann Sachen zusammen erarbeitet und jetzt kommt das Kirchen. Thank you.
Wir haben ein Geburtstagskind. Ich glaube, wir haben immer irgendwie, zwar, Lasse, du hast es, glaube ich, letztes Mal, ne? Also ich gehe mal durch, wer sozusagen jetzt im Januar, Ende Januar alles Geburtstag hat, vielleicht, das planen wir dann schon. Silke! Also, wenn ich dir schon sozusagen die Familie entziehe und du nicht vernünftig feiern kannst, ne, musst du auf jeden Fall wenigstens ein Ständchen kriegen. Ne? So, Orchester ist die erste Gruppe. Also alle 14. Zweite, dritte, vierte. Einmal zusammen und dann kann man. Viel Glück und viel Segen auf all deinen. Gesundheit und Freude sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Viel Glück. Ich habe das Glück, dass ich hier sein kann. Ich habe auch das Glück, dass ich unter anderem dieses Stück im April in Izmir aufnehmen werde. Und zwar gibt es Musiker, mit denen ich da zusammenarbeite, schon mehrere Jahre, die auch schon mal hier auf der Insel waren. Die haben dann draußen, also vor dem Kino, haben die gesessen und Musik gemacht. Und wir machen tatsächlich eine Produktion, eine Plattenproduktion, mit Stücken von mir, die aber dann türkisch gefärbt werden. Und es gibt sogar dann dieses Stück, was eigentlich seit 2004 ein Instrumentalstück ist, gibt es dann mit einem türkischen Text. Ja, kommt das dann auch nochmal hierher. So. Bleizigbrille geht bei mir nicht. Also. Aber so bin ich auch zu. Thank you.
zwei Stücke miteinander, nämlich Ahmad Khan Salam Peace und African Marketplace. Das sind beide Stücke von Abdullah Ibrahim, den man auch unter dem Namen Dollar Brand kennt. Und Hamburg Khan Salam Peace, man hört, es geht wirklich um Frieden, es geht um Zusammenkommen, es geht um Miteinander. Das war immer auch von Dollar Brand ein großes Anliegen in vielen, vielen Stücken, die er geschrieben hat. Und ich denke, das können wir zurzeit sehr, sehr gut gebrauchen. Hammer Kabel, wie gemacht. Thank you.
Ja. Also, sind die 2019 warst du, ne? Warst du dabei? Und das ist etwas, ich muss sagen, auf dieser Insel spielt auch eine Sache für mich eine große Rolle, dass ich immer wahnsinnig tolle Leute kennenlerne. Und selbst wenn die Insel verlassen, gibt es dann noch Kontakt. Und dann gibt es auch noch das, dass sie auf die Insel kommen, nur für diesen Workshop, um wieder hier zu sein. Und das macht mich da richtig glücklich. Und Cindy ist aus Berlin extra gekommen. Und zwar zweimal. Letztes Wochenende und dieses Wochenende. Und wir haben uns nicht verabredet, aber wir haben uns getroffen in der Bahn, weil nämlich auf dem Hinweg letztes Wochenende in Delmhorst nichts mehr ging. Und wir mussten aber die Fähre kriegen und sind dann mit noch ein paar anderen in den Großraumtaxi gerade noch rechtzeitig gekommen. Und dieses Mal hat dann Cindy gesagt, okay, fahre ich mit dem Auto, und sie war ganz sicher hier. Und ein Stück, was ich ihr geschickt habe, was ich dachte, nachdem ich ihre Stimme kennengelernt hatte, 2019, das, glaube ich, wäre was Schönes. Das machen wir jetzt. Das ist ein Stück, das über Nora Jones relativ bekannt geworden ist. Es ist aber ein Jazz-Standard und heißt The Nearness of You. Love.
dieser nette, bescheidene junge Mann, Jacun am Klavier, den, das ist immer so, der begleitet uns hier super und ich dachte, Mensch, der kann wahnsinnig spielen. Ich habe dann so Stücke gehört, der kann so ganz viele schnelle und ganz, ganz tolle Stücke. Und dann habe ich gesagt, aber hast du auch mal Lust, so eine südafrikanische Ballade zu spielen? Und dann habe ich ihm das jetzt in der Woche hier geschickt und er hat sich dann die Woche hingesetzt und gesagt, okay, mache ich. Und jetzt haben wir mal das Ohr nur für ihn. Joan K. Thornton. Energie da und so viel zusätzliche Proben und nochmal Frage, können wir da noch was machen und so, das fand ich super klasse. Das nächste Stück ist ein Stück von Ralph Towner und heißt Silence of a Candle. Und darin wird beschrieben, wie man sozusagen die Ruhe findet in der flackernden Kerze. Da gibt es einen schönen Text zu und vielleicht wird Cindy den nächstes Jahr singen. Jetzt spielt das Instrumental.
Geschickt haben. Und dann dachte ich, oh, da muss man irgendwie was draus machen noch. Und dann, wir hatten uns, weil das ja so kurzfristig war, hatten wir uns extra nochmal Mittwoch getroffen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das mit den Noten, was ich dann hatte, das hatte ich jetzt falsch verstanden und so. Dann haben wir es aber nochmal angepasst. Und jetzt haben wir so eine etwas längere Form von dem Stück gemacht. Sag mal, worum geht's? Das ist ein georgisches Stück und es ist ein trauriges Liebeslied. Man hört das auch so ein bisschen raus aus der Melodie. Und ja, ich glaube, so traurige Liebesgeschichten können wir uns alle vorstellen. Ich ja nicht. Nur vorstellen. Thank you.
der Hupe. Nicht von der Hupe. Von der Hupe ist auch gut. Von der Hupe, das heißt, es ist sozusagen, geht es dann nach Osteuropa. Hier ist noch Musik aus Osteuropa kommen. Aber das ist es ja nicht. Was bin ich?
sozusagen erst mit kennengelernt habe. Aber an den Posaunen, Maya, Luisa und Florian. Julian und Lasse. Saxophone Sebastian und Nele. Klarinette Sebastian ohne Nele. Vera Lesfante und Friederike. Juliane und Nina Meyer. Thank you.
Brotto. Die Zugabe bringst, ich weiß, dass die eingeübt Ich möchte nochmal betonen, die das erste Mal hier sind, müssen einfach wissen, wir haben ca. 750 Einwohner und davon so viel Musizierende. Wie kann das kommen? Es sind ja nicht alle jetzt im Dorf ansässig wohnen, sondern verstärkt durch die Leads, durch Schüler, die im Dorf wohnen und zur Leads gehen, haben wir dabei, durch Leadser, die dort hinten auch wohnen und hier mitspielen und eben durch Dörfler, die hier musizieren. Und dieses Zusammenspiel ist ganz wichtig zu wissen, dass es das gibt und dass du das alles dirigierst, das haben wir jetzt auch mit hinbekommen, das haben wir hier erlebt. Also vielen Dank an die Leadser, an die Dörfler, an die Leadser aus dem Dorf und die Dörfler. Quote auf der Insel haben. Das heißt, vielleicht haben wir nächstes Mal dann 500 Leute hier auf der Insel. Gut, eins haben wir noch, damit wir nicht in die Nacht kommen. Ein Insel Nacht. Wenn uns alle aufstellen, muss ich nochmal sagen, logischerweise, ich muss mich immer bedanken, weil es toll ist, dass ich hier so viel herkommen kann. Und ich finde es auch super, dass man so ganz nebenbei, dass es hier so tolle Menschen gibt, mit denen man sich wahnsinnig spannend unterhalten kann und von denen man so wahnsinnig viel lernen kann. Das, davon ist einer, nämlich erwähnt ist Ruben Franz. Also das macht immer Spaß und seid froh, dass ihr so einen habt.